draußen haben ja auch wirklich Sorge, sich auszuprobieren, weil sie denken, okay, ich muss jetzt nach dem Abitur oder nach dem Fachabitur oder nach dem Schulabschluss meine Weichen für das restliche Leben stellen. Das ist aber nicht richtig. Nee, also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es ist aber auch schwer, weil man schon auch ein Stück weit in die Richtung gedrückt wird. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe quasi sehr gutes Abi gemacht, dann Stiftung des Deutschen Volkes. So dieser ganze Werdegang gibt dir sehr viel. Und Lücken im Lebenslauf sind immer ganz, ganz schrecklich. Ja, sind immer diese, oh nein. Aber das Ding ist, dass man, ich glaube, das, was mir auch geholfen hat, ist zu sehen, das ist keine Lücke, sondern du musst quasi denen einen Wert geben. Und es hat einen Wert. Und du musst halt, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du zu jeder deiner Entscheidung stehen kannst. Ich glaube, das, was ich jedem empfehlen würde, ist, überlegt euch Entscheidungen einfach grundsätzlich gut und trefft eine Entscheidung aufgrund dessen, wie die Wahrscheinlichkeit am Anfang war und nicht wie der Outcome ist. Weil du kannst eine Entscheidung treffen, weil du dir sehr sicher bist, dass sie gut ist und sie kann am Ende schlecht sein und deine Entscheidung war trotzdem richtig. Ja. So, du kannst einfach Pech gehabt haben, du kannst einfach falsch, irgendwas dumm gelaufen und ich glaube, da braucht man Mut für, und, aber das ist schön. Und Umwege sind auch nicht immer schlimm. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir war das ja auch so. Ich habe ja die Schule geschmissen, das war nicht mein Plan. Und habe dann am Ende trotzdem das studiert, was ich studieren wollte. Und manchmal muss man auch fühlen.